Und damit herzlich willkommen zurück zu Miitopia! Yeah! Wir sind in der Stadt angekommen. Let's go! Wähle ein Mii für jeden Bewohner. Ups. Hier gibt es wieder 8 Bewohner, so wie bei den letzten Malen. Was haben wir denn alles? Verletzter Elf. Dorfwache, die sich leider viel zu oft Tagträumen hingibt. Feenfan 1, Mitglied des Fesche Feen-Fanclubs. FFF, bewundert die älteste Schwester. Feenfan 2, Mitglied des Fesche Feen-Fanclubs, mag die mittlere Schwester sehr. Ups. Und Feenfan 3, findet die jüngere Schwester toll. Na dann. Furchtsame, hat Angst vor Fremden und versteckt sich deshalb lieber. Neidische Fee hasst die Fashion-Fee inbrünstig und denkt, sie sei ihnen überlegen. Okay. Faulenzer. Für viele ist das Leben ein Auf und Ab, doch seines plätschert dahin. Oh. Und den die schelmische Fee setzt ihre magischen Kräfte nur für Blödsinn ein. Eine Schande! Ja, das wäre doch eine Schande, wenn ich hieraus keine lustige Stadt mache, oder? Wir sehen uns gleich. So, und nun habe ich den allen eine Rolle gegeben. Hier ist der verletzte Elf Tamagotchi. Oh, wie schrecklich. Der dunkle Schutz ist auf dem Weg ins Dorf. Aber einen Trumpf haben wir. 3 Schwestern, die uns besitzen werden. Ja? Rollen! Fesche Fee 1, die älteste der Feen, weiß ihre Schwester liebevoll zu lenken. Fesche Fee 2, die mittlere Schwester, etwas schüchtern, doch sehr herzlich. Und Fesche Fee 3, die jüngste Schwester, klein, aber oho, und ziemlich herrisch. Okay. Die 3 Schwestern müssen wir, muss ich nun auch noch machen. Ainara. Dreiana. Und 2 Jana, oder? Ja. 2 Jona. Ne, 2, ach, keine Ahnung. Okay. Bitte, liebe Fee, was willst du? Hä? Wow! Okay. Bubbles? Wir sollten uns mal die Stadt näher anschauen. Elfendorf. Hey, warum so ein Gesicht? Furchtsame Crying Cat. Das ist Elfendorf. Ich hätte Dunkelfürste, aber ich gerade ziemlich angespannt. Also mach dich lieber mit der Vorfremder. Okay. Was ist denn mit euch los hier? Feenfan 1, DK. Oh, welche Bubbles. Oh, ich bin großer Fan der Fashion-Feen. Oh, meine Lieblingsfee ist die älteste, die Fashion Bubbles. Sie ist so glamourös und dabei wirkt sie so distinguiert. Da kann der dunkle Fürst nicht mithalten. Okay. Feenfan 2, Crazy Dave. Applaus für die fesche Venus. Fesche Venus ist nämlich die Beste. So ruhig und so gütig und so rücksichtsvoll. Du bist perfekt. Du kannst gar nicht gegen den dunklen Fürsten verlieren. Okay, hier sind irgendwie ein paar Fanboys. Ein paar Idioten. Feenfan 3, Long. Eine ohne, keine Ahnung, fesche Saldo. Du bist die fescheste aller feschen Feen. Schillernd, schelmisch, voll von Schneid. Alles hast du, was die Fee zum Feschsein braucht. Der dunkle Fürst ist dir nicht ebenbürtig, wenn's ums Streichelspielen geht. Okay, ihr drei, ich lass euch mal allein. Neidische Fee, Curb. Das ganze Dorf liegt dies Elb und den Feen. Bayo, das ist doch albern! Die denken wohl, Mitglieder mit ihrer Zauberei seien sie etwas Besonderes. Aber ich habe auch meine Talente, stimmt's? Leute hat ein Messer in der Hand. Ja, du bist sehr talentiert. Haha, genau.
Wow, einer wie du erkennt so etwas. Ja, genau. Oh, hallo. Florenza Corsario, Lolzu. Bäh. Mir ist alles ganz egal. Was du auch sagst, es kümmert mich nicht. Hauptsache, ich kann ja auf der faulen Haut liegen. Ich werde sowieso überall hin teleportiert. Hä? Ein dunkler Fürst? Ist mir doch egal. Ich kann sowieso nicht sterben. Da hat er irgendwie recht. Ups. Schelmische Fee. Crewmate. Tihi. Ich bin eine Hexe. Fort mit dir, du finsteres Ungetüm. Ha! Moment, wo sind wir hin? Hä? Das hat dich ganz schön überrascht, was? Oh mein Gott. Falls ihr euch fragt, warum dieser Crewmate gelb ist, liegt daran, dass dieser Crewmate weiblich ist und naja. Ich weiß nicht, ob ich darauf näher eingehen will. Ja. Steht zwar Crewmate, aber bei so einer Attacke könnte es auch ein Imposter sein. Schon keiner sus. Na, gehen wir weiter. Hä? So eine Katastrophe! Hilfe, Hilfe! Es ist so schrecklich! Fesche Fee 3. Soldo. Der dunkle Fürst, meine Schwestern! Eck entführt! Der dunkle Fürst! Der dunkle Fürst, Gamma-D hatte das Elfendorf überfallen. Oh. Das ist nicht gut. Die drei Fashion-Feen hatten sich ihm entgegengestellt, um das Dorf zu schützen. Nach hartem Kampf war der Angreifer durchs östliche Tor geflohen. Aber damit war die Sache nicht ausgestanden. Die Schwestern wähnten sich als Siegerin. Da kamen Monster und zauberten die beiden älteren Schwestern weg. Das ist zumindest, was ich diesem Wortschwall entnehmen konnte. Okay, danke, wer immer das war. Wahrscheinlich der Horst oder so. So, jetzt habe ich mich etwas beruhigt. Hallo übrigens. Hilfst du mir, meine Schwester Venus zurückzuholen? Ja, klar. Richtige Antwort, lass uns aufbrechen. Soldo hat sich dir angeschlossen. Venus wird in der Zitrushöhle gefangen gehalten. Das ist also unser Ziel. Kämpfst du auch mit? Wäre cool. Let's go. Folgt mir sogar. Yay. Ja, also auf der Welt folgt sie mir. Oh, hier geht's nach links lang. Lass mal kurz gucken da unten. Oh, hä? War das schon immer hier? Besiegen wir mal. Kämpft sie jetzt mit? Oder wie sieht's aus? Die steht da nur rum. Schön. Dala, Level 5 Bekannte. Das ist schon mal ganz gut. Okay. Ja, ich schreibe mal an. Eigentlich bin ich ja hier Healer. Oh. Aber ich brauche gerade nicht hier hin. Popo-Piekster. Neue Technik. Bereit? Da warst du das etwa? Nein, das war nicht der Gegner. Das war. Ach, egal. Juhu. Oh, die kämpft wirklich mit. Aber die hält sich da fern, damit sie nicht angegriffen bleibt. Ja, okay. Ist nicht schlimm. Solange sie irgendwas macht, um zu helfen. Solange sie uns nicht die Erfahrungspunkte abstaubt. Alles gut. Oder das Geld. Keine Ahnung. Ich würde tatsächlich sagen, erstmal gehen wir nach unten weiter. Ja. Weil da unten sind Charaktere, mit denen ich gerne reden möchte. Genau. Auf geht's. Ob ich mich gut mit Säule verstehen werde? Ich weiß es nicht. Wir werden es noch herausfinden. Tut mir leid, die Hunde im Hintergrund. Waldkobold und Pom. Okay, cool. Ja, ich glaube, schnauben wir am besten. Los, mach! Mach schon! Ja, hat er doch. Lässig. Ein Kinderspiel. Bam. Nice. Das hast du dir bereits gedacht. Ja, öffnen wir die Truhe mal. Spielschein. Stimmt, wenn wir das nächste Mal im Hotel sind, muss ich auf jeden Fall mal gucken, weil ich habe jetzt ganz viele Tickets. Ja, ist eigentlich ganz gut so. Ziemlich gut. Aber wir werden ja auch bald wieder neue Teammitglieder bekommen. Um genau zu sein, zwei. Aber das kann sich, glaube ich, auch jeder denken, dass noch zwei weitere kommen hier.
Deshalb, ich denke nicht, dass es ein Spoiler war. Hoffentlich geht alles gut aus. Ja, hoffen wir's. Sag, Girlfriend, hast du eigentlich einen Schlachtruf? Na klar. Dann lass ihn doch mal hören. Schlachtruf von Girlfriend. Piep. Einfach nur piep. Piep. Das ist ein toller Schlachtruf. Den hast du überhaupt nicht von deinem Freund geklaut. Cool. Ja, der ist beschäftigt mit Rap Battles. Ich hab gar Karriere. Lol. So ein Extrazimmer einfach gebaut. Oh! Wo wir schon über neue Teammitglieder reden. Jemand will sich dir anschließen. Wer wird es nur sein? Und warum sage ich das jedes Mal? Es ist Young Mike! Für ein bisschen Kontext. Das ist ungefähr so. Ich bin mir nicht genau sicher, ob es hundertprozentig so war. Aber ungefähr so sah mein allererstes Mii aus. Damals auf der Wii. Und ja, der Young Mike, der wie 10 war oder so, angefangen hat mit YouTube mit schlechten Videos, die mit der Kamera aufgenommen wurden, ja. Der war ziemlich aktiv, auch stur, aber ich würde sagen, aktiv würde vielleicht ein bisschen besser passen. So, welche Klasse geben wir ihm? Ich war anfangs, dachte ich mir, ich gebe ihm den Unhold, weil ich habe tatsächlich früher, muss ich zugeben, war ich nicht ganz so nett. Ich war wirklich nicht so nett früher. Das bereue ich, aber naja, Vergangenheit ist Vergangenheit. Aber, weil wir schon einen Teufel haben, ist er nun unser Panzer. Ja, ich habe Inspiration vom Panzer, einfach wegen, weiß nicht, Advance Wars oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall Panzer sind doch cool. Warum nicht? Ich bin Young Mike und ich bin ein aktiver Panzer. Du musst eigentlich eine hohe Stimme geben. Ich bin Young Mike und ich bin ein aktiver Panzer. Keine Ahnung, wie ich den voicen lasse, aber auf jeden Fall passt. Geil. Panzer Young Mike. Hallo meine Pokéfreunde und Pokénenten, ich habe dich warten lassen. Ich bin Young Mike. Ich werde hart arbeiten, um dem Team gute Dienste zu leisten. Ehrenwort. Oh, ich darf doch in dein Team, oder? Klar, warum sollte ich mein jüngeres Ich nicht in mein Team lassen? Klar. Yay! Von wo kommst du eigentlich? Aus welcher Zeitportalzone? Weißt du wohl selber nicht oder darfst nicht sagen? Vielleicht kriegen wir es noch aus ihm raus. Mal schauen. Ich find's lustig, wie sie jetzt hier einfach so ihr eigenes Zimmer aufgebaut hat, die Soldo. Das finde ich funny. Dum, bum, bum. So, ihr beiden wollt euch unterhalten. Dum, dum. Zahnpasta, juhu, seid glücklich. Yeah. Ba, ba, da, bam, sehr enge Freunde. Yeah. So, ich möchte gerne euch beide verkuppeln. Wollte nichts hoffen. Alter, wie viele Ausflugstickets ich habe. Okay, ihr lernt euch erstmal ein bisschen kennen hier, ja? Ihr lernt euch erstmal ein bisschen kennen. Zwanghaft. Ich talk ein bisschen mit meinem jüngeren Ich. Der hatte noch so kurze, gegelte Haare nach oben. Hier könnte ihre Werbung stehen. Ja, ich weiß nicht, ob ich das rausschneiden soll oder ob ich das alles drin lassen soll, weil ich habe nichts zu kommentieren. Ich muss überlegen, wie, vielleicht kann ich ein bisschen mehr erzählen über Young Mike. Ich weiß nicht, irgendwie hatte ich einfach die Idee, wenn ich schon Mike rein tue, vielleicht auch noch ein drittes Mal mein Mii reinzutun. In der Form von mein jüngeres Ich. Der diesen Kanal hier damals 2014, 15 oder so angefangen hat. Ich habe damals Videos gemacht mit Kamera. Habe ich dir abgefilmt, den Bildschirm. Ich habe Pokepark Wii angefangen. Irgendwann später war ich dann Minecraft Kiddy und das blieb dann sehr lange so. Ich habe mir gedacht, bevor ich mein erstes Minecraft Video gemacht habe, habe ich mir gedacht, ich will kein Minecraft Kiddy werden. Und dann wurde ich es aber. Ja. Fun Fact: Ich habe tatsächlich sogar schon
bevor ich mein erstes YouTube-Video hochgeladen habe, das war ja Pokepark Wii, Folge 1, habe ich tatsächlich auf meinem 3DS schon angefangen, Videos zu machen. Gut, dass die niemals online gekommen sind. Ich wusste auch gar nicht, wie ich das machen sollte, wie ich die online, ja, hochlade halt. Zwei, warte mal. Schön. Badadam, 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 brrr. Schön. Ihr lernt uns noch mal ein bisschen kennen. Weiß noch nicht wie viel, aber ein bisschen halt noch. Was habe ich denn so viel auf dem 3DS gemacht? Ich meine, ich habe... Gut, was will ich jetzt davon erzählen? ich habe auf jeden Fall mein 3DS vor mein DS gehalten, weil ich hatte einmal einen DS I, glaube ich, war das. Ich glaube jetzt noch von denen. 12, ja, ist okay. Mein 3DS vor meinem DSi gehalten und dann aufgenommen, was ich da auf dem DS gespielt habe. Ich habe da irgendwie unter anderem Yoshi's Island DS gespielt. aufgenommen, ja. Das war noch was. Schalala, wuppdidu! Wenn Jan Mike singt. Schalala, wuppdidu! Irgendwie beruhigend. Nein! Nein, das ist cringe. Und da habe ich hab schon auch... Cool. Blim, blim. Zwei auf einmal. Yay, yay, yay. So, bevor wir jetzt noch weitermachen, tatsächlich möchte ich auch noch mal gerne kurz euch beide ein bisschen verkuppeln. Das wollte ich nicht. Aber das ist ja auch nicht schlimm, weil wir beide können es auch noch ein bisschen besser kennenlernen. So, und jetzt können wir nur noch ein weiteres Teammitglied bekommen. Wer weiß, vielleicht müssen wir danach... Was ist denn hier? Mike? Ja? Ich, Na, das sag schon. Der guckt ein Haar aus deiner Nase. Das ist mir peinlich. Was wollte ich sagen? Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Naja, egal. So, ihr beide könnt noch ein bisschen kennenlernen, ob ihr es wollt. Ich glaube nicht. Na gut, du bist Teufel. Vielleicht. Was ist, achso, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Aber das ist neu. Wo steckt Young Mike? Mami. Girlfriend, wo bist du? Wow, wir haben uns getroffen. Ja, schön für euch. Juhu. Genau, was ich sagen wollte. Habe ich wieder vergessen. Jetzt weiß ich wieder. Ja. Vielleicht können wir aber noch mehr als nur einen weiteren Charakter bekommen. Ich weiß ja nicht, ob danach nochmal der Plot Twist kommt. Ja, wieder weg. Ich weiß es nicht. Riecht gut. Riecht lecker. Okay, ihr kleinen Zombies. Dann verzieht euch mal. Ich weiß, die Folge ist jetzt ein bisschen vollgemüllt mit bisschen zu viel Labern, bisschen zu viel Leveln hier. Komm, den Rest können wir uns auch noch aufsparen. Wir essen aber noch ein bisschen. Bratgreifchen, zarte, schonend zubereitetes Greifchenkel. No, nicht so, okay, schade. Dann, probiert jetzt ein bisschen. Du schmeckt, okay, nice, yeah. Okay, reicht jetzt. Ich langweilige euch nur. Und ich kann noch kein Deutsch mehr, aber das konnte ich noch nie. Auf geht's. Das ist Level 1. Oh, den müssen wir leveln. Den kleinen Jungen müssen wir leveln, du. Nicht gut. Oh, noch ein Level hier. Komm schon, ich will nur diese linke Ebene hier fertig machen, damit wir in der rechten... Ja, damit wir in der nächsten Folge die, nur die rechten machen. Grab ein Loch. Warum? Warum? Ich bin gespannt, wie Panzer ist. Ich habe das Gefühl, Panzer wird ziemlich OP. Einfach so aus Gefühl. Glaube ich, dass Panzer ziemlich OP wird. Lässig, haha. Kicha. Aufgespießt. Feuer frei. Nice. Da sind wir sogar vier Leute, theoretisch. Badabam. Schönes Level-Up für Young Mike.
Bonus-Erfahrungspunkt ist, glaube ich, ein No-Brainer, wer es bekommt. So. Hoffentlich gibt es hier keine abgetrennten Wege. Was für ein riesiger Tropfen! Sieht aus, als könnte er jeden Moment runterfallen. Wow! Ja. Zumindest nehmen sie es mit Humor. Bisschen nass werden, warum nicht? Oh, Atempause. Monster! Monster! Komm, lass uns kämpfen. Du, Mundtomate! Mundtotmate! Bam! Schön. Wir kommen den 750 näher. Und damit meine ich nicht die Abos, auch wenn das schön wäre. Yeah. Und noch ein Gegner, bevor wir dann hoffentlich direkt zum Gasthaus kommen. Bam! Alles in Ordnung? Young Mike! Oh, guck mal, da war er zumindest mal nett. Und das war nochmal eine interessante Frage. Wenn ihr in die Vergangenheit reisen könntet, was würdet ihr mit eurem alten Selbst machen? Würdet ihr irgendwas verhindern, was ihr damals gemacht habt? Würdet ihr zu einem sagen, ja, macht lieber das und das? Was würdet ihr machen? Gibt es also irgendwelche Momente, wo ich denke, das wäre ziemlich nützlich gewesen? Das ist nicht so viel hier. Aber Mii-Projekt hier gelernt. Ein Freund dient als Munition, um einen Gegner zu treffen. Okay. Hier? Muss ich nicht verstehen, oder? Gasthaus, ja. Bam. Willst du das Zimmer von Girlfriend? Willst du dich mit Mike abhängen? Der will lieber mit dem Pferd. Sag mir schon, auf wen du stehst. Auf niemanden. Was? Im Ernst? Nicht mal auf Boyfriend? Im Ernst. Warum nicht? Ich hab nur Joke gemacht. Okay. Funny, I guess. So, jetzt kannst du zum Pferd. Kannst du Zahnpasta ein bisschen kennenlernen. So, dann würde ich sagen, mache ich offscreen die Atempause. Also den Weg hier mit der Atempause. Und dann machen wir einen kleinen Quiz. Level up für Mike. Tau des Lebens gelernt, lässt einen gefallenen Freund aufstehen und Blumen riechen. Oh. Und Level up für Girlfriend. Schön. Schön. Ihr Unholde! Ja? Ich bin doch gern den Leuten Streiche, oder? Streiche? Quatsch, wie kommt sie denn darauf? Wir müssen uns besser vor Paparazzi schützen. Ich wollte eigentlich noch als Abschluss ein Quiz machen, aber das machen wir dann wohl doch erst in der nächsten Folge, denn die Zeit wird ziemlich knapp. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Diese Gabel kaufe ich ihr in der nächsten Folge und dann bis bald.